heute nur so ein, ja, Aufwärmstream sozusagen haben. In the land of Hyrule, there echoes a legend, und so weiter. A boy who, after battling evil and saving Hyrule, crept away from the land that had made him irgendwas. Und so weiter, lest so ein bisschen selbst. Beloved and invaluable friend. Damit ist höchstwahrscheinlich Navi gemeint. Okay, Rarity. Gute Nacht und schönen Abend noch. Ja, ja, Musik. Ja. Crackle-Musik. Wunderbar. Chaos. Ja, da habe ich auch ein bisschen zu tun. Hallo Maximus. Hihi. You two fairies did great. I wonder if he has. Ah, danke schön fürs Folgen. I wonder if he has anything good on him. Huh? This guy. Well, that shouldn't be a problem. Eventuell noch Titel ändern. Ganz vergessen. Ja, ich muss erst wieder ins Streamen reinkommen. So, ich spiele nicht mit Zelda Ocarina of Time, sondern wir spielen jetzt Majora's Mask. Majora's Mask hat Twitch auch 3D. Sollte überall entweder Majora's Mask oder Majora's Mask 3D stehen. Gut! Epona steht einfach. Ja, Epona ist chill. What a pretty ocarina. Hey, Skullkid, let me touch it. I wanna see her. Nein! You can't tell! What would we do if you dropped it and broke it? No way, you can't touch it. Oh, but sis, why can't I try it out too? Nein, mein Pferd. Mein wunderschönes Pferd. Audiozeug sollte eventuell besser werden. Ja, gut. Nicht wundern, bin irgendwie leicht erkältet. Obwohl ich eigentlich schon gut. Warum dreht sich alles? Das sollte nicht so sein.
Das sollte eigentlich nicht so sein. Was soll denn der Scheiß? Und vielleicht, wenn ich es schaffe, durch das Ding zu gehen. Sollte eigentlich nicht sein. Ach, haben die eventuell. Moment. Moment, ich muss mal kurz was. Ach, fuck. Ja gut, neue Challenge, ne? Majora's Mask so durchzuspielen. Dankeschön. Aber ja, ich war letzte Woche eigentlich schon. Oder war sozusagen das Highlight der Erkältung. Irgendwie zieht sich das ein bisschen. What with that stupid horse of yours? It doesn't listen to a word that's said to it. There's no point in riding a thing like that. So I did you a favor and got rid of it. Ah, oh, boo-hoo! Why the sad face? I just thought I'd have a little fun with you. Oh, come now. Do you really think you can... Hey, did you run on it for that dish, please? Pferd ist nicht tot. Das sehen wir später wieder. Der hat nur gesagt, der ist es losgeworden. Das heißt nicht, dass er es getötet hat. Max, oh, Kitzung. Vielen Dank. Das ist sehr gut. Oh nein. Now that's a good look for you. You'll stay here for... Warum mag das Spiel mich nicht und macht einfach Sachen weiter? Brr. Sis! Oh, Skarkid, wait for me. I'm still here. Tell, you can't leave without me. Mein Lieblings-Creepypasta von meinen Vertonungen her. You. Penpal. Also die Penpal-Reihe und da entsprechend. Penpals Greens. Der fünfte Teil müsste es sein. If I wasn't dealing with you, I wouldn't have gotten separated from my brother. Well, don't just sit there, dick boy. Do something. Why are you looking at me like that? What? Is there something stuck in my face? Well, stop staring and just open the door for me. Please, come on. A helpless little girl is asking you, so hurry up. Oh, Tail, I wonder if the child will be alright on his own. Nein, das ist immer noch. Die Frage ist, warum ist das so, wenn das eigentlich nicht so sein sollte und vorher noch nie war? Okay, ich hab eine Idee. Moment. Gut. Hey, wait for me. Don't leave me behind. So, that stuff back there, I apologize.
So take me with you. You wanna know about that skunk who just ran off, right? Well, I just so happen to have an idea of where he might be going. Take me with you and I'll help you out. Dear? Please? Good. So, then it's settled. Now then, I'll be your partner. Or at least until we catch the Skull Kid. My name is Tattle. So, it's nice to meet you, or whatever. Now that we've got all that straightened out, can we stop messing around and get moving? If I figure something out, press rechts, and I'll tell it to you. Hopefully you'll manage to get by without my help until then. Okay. Wir haben es gelöst mit Magie. Dingsbelegung, Steuerung, Tastenbelegung geändert. Do you know how to use items? It's pretty important. Ja, ich weiß, wie man Items benutzt. Gut. Weil man weiß ja, ich muss das hier über ein externes Programm emulieren lassen, damit ich das auch streamen kann, weil mein 2DS nicht streamfähig ist. Dementsprechend meine Spiele für den 2DS leider auch nicht streamfähig. Oder nicht direkt vom 2DS selbst. Und deswegen benutze ich einen Controller, der ist schon ein paar Jahre, ja doch ein paar Jahre alt, und C-Stick war auf den Stick gelegt, und der hat anscheinend ein bisschen Probleme damit, neutral zu bleiben. Deswegen hat sich's wahrscheinlich ein bisschen bewegt, obwohl es eigentlich vorher noch nie war. Also ich hatte das auch gestern nochmal getestet, ob alles funktioniert und so weiter, und da gab es das Problem nicht. Also keine Ahnung. Irgendwas komisches. Oh oh. Oh oh. You've met with a terrible fate, haven't you? Es ist Ben. Nein. Hilfe. I own the Happy Mask Shop. I travel far and wide in search for masks. During my travels, a very important mask was stolen from me by an imp in the woods. So here I am at a loss, and now I've found you. Now don't think me rude, but I have been following you. For I know the way to return you to your former self. If you can get back the precious item that was stolen from you, I will return you to normal. In exchange, all I ask is that you also get back my precious mask that the imp stole from me. What? Is it not a simple task? Why, to someone like you, it should be no means to be a difficult task. Except, the one thing is, I'm a very busy fellow, and I must leave this place in 3 days. How grateful I would be if you could bring it back to me before my time here is up. But yes, you'll be fine. I see you are young and have tremendous courage. I'm sure you'll find it right away. Oh, and one more thing. Please be so kind as to direct your gaze over there for a moment. Batman Hörspiel.
Was ist aus der Idee geworden? Nicht viel. Da hatte ich mich eigentlich, glaube ich, nicht weiter mit beschäftigt. Das ist, weiß nicht. Eventuell irgendwann mal. Wenn ich was Gutes finde, das sich für ein Hörspiel verwenden lässt. Vielleicht mal, aber bisher ist da nicht viel draus geworden. That strange stone over there, do you see it? It's called a Sheikah stone. When the world has weighed you down with worry, crawl inside and let it show you the way. If ever you find yourself lost on your grand adventure, seek the counsel of the wise old stone. It will surely help you on your noble quest. Well then, I'm counting on you. Da ist er. Da ist der Mario. Ja. Yeah. Die Maske hätte ich gern. Die Maske hätte ich gern. Dann verwandelt sich Link in einen blonden Mario. Kann springen und Feuerbälle schießen. Das wäre nicht schlecht. He gives me the creeps. That mask salesman was the... Sorry, just thinking aloud. But... 3 days. Even if we never sleep, that still leaves us with a measly 72 hours. Talk about demanding. Well, don't just stand there. We're going to see the Great Fairy. Look, you want to find the skullcat, don't you? The Great Fairy will know what he's up to. She watches over everything. And just between you and me, the skullcat is no match for the Great Fairy. I'm pretty sure the Great Fairy lives in a shrine somewhere here in town. Where? Well, somewhere. Don't press me for details. I don't come to this town very often. You could try talking to one of those kids who hang out around town. One of them might know where the shrine is. So, wer die Nintendo 64... Geh weg, Hund. Wer die Nintendo 64 Version kennt, der wird merken, der Bereich hier sieht ein bisschen anders aus. Ah, eine Statue. Hallo, Broken Mind. Save your progress. Ja, ja. Meine Fresse. Und zwar ist hier auch der Bankier. Und nicht mehr in der Richtung. Den haben sie umziehen lassen. Ja. Der Rest sollte aber, glaube ich, gleich aussehen. Dinge! Yeah! Nein, 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 nerv mich nicht. Nein, ich hab kein Geld, Alter. Ja, 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 ja. So, was hat Tail uns gesagt? Horror Catch kommt definitiv nicht gegen die große Fee an. Ja, dafür hat es aber in ziemlich viele Einzelteile kaputt gemacht. Gott! Ich hab doch nicht. Okay, gut. So. Young one, please hear my plea. I have been broken and shattered to pieces by the masked skull kid. Please find the one stray fairy lost in town and bring her to this fairy fountain. Okay. Tingle ist hier. Ja, Majora's Mask ist das Spiel, das Tingle
ja, in die Zelda-Reihe gebracht hat. Tingle kommt zum allerersten Mal in Majora's Mask vor. Salbe und Satan Fusion. Das wär nicht so gut. Nicht so gut für die Menschheit. Die Fiesta, bam bam, please hear me, please, bla 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 bla, ich weiß. So, ich weiß gar nicht den Glitch, dass man, bevor man die Ocarina hat, ins Feld raus kann, den gibt es hier, glaube ich, nicht mehr. Deswegen müssen wir wahrscheinlich zur Oma gehen. Damit die Zeit ein bisschen vorantreibt. Damit wir nicht so ewig warten müssen. Tell and you, young one of altered shape, thank you for returning my broken and shattered body to normal. I am the great fairy of magic. I thought that masked child was helping me and I grew careless. All I can offer you now is this. I shall grant you magic power as a sign of my gratitude. Please accept it. Ja, Tail hat gemeint, du wirst es wohl, das Horrorkid ist. Anscheinend nicht. Kann uns nur Magie geben, mehr nicht. Ah, you have been granted magic power und so weiter. Tutorial Zeug. The man who lives in the observatory outside of town may know of the Skull Kid's whereabouts, but be careful. You must not underestimate the child's powers. Kind young one, if ever you are returned to your former shape, come see me. I shall give you more help. Bimst wieder da. Hallo now. Willkommen zurück. Hast noch nicht so viel verpasst. Das Zielen ist mit dem Deku jetzt um einiges besser gemacht. I don't want to just pop that up there. Not bad for Deku Scrub. We bought myself a hideout that leads to the observatory outside town. You need a code to get in. Maybe I'll tell you what it is. But don't think you're getting it that easily. I can't just tell you what the code is. You'll have to pass my test first. Are you ready? Yes. Alright, light up, guys! The five of us will run and hide in different places all over town. If you can catch all of us before sunrise, we'll teach you the secret code. Oh, Deku Nuts aren't fair game. They're bright and hurt our eyes, so you can't use them, okay? Got that. Alright, are you ready? Yeah. Bitch. Oh, you caught me, now there are only four left. Ah ja, und die haben die Drehattacke oder die Drehanimation von Dings, das Drehmodell vom Deku-Kind, vom Deku-Link geändert. Wenn er sich jetzt dreht, dann hat er so Stacheln am Hut, was natürlich logischer ist, weswegen der mit seiner Drehattacke Schaden machen kann. Als wie in der Nintendo 64 Version, weil da hatte der noch keine Stacheln am Hut. Und da war das ein bisschen sehr komisch. Jetzt macht Schaden während der Attacke auch Sinn.
hier eins. Hier war eins, ja, da oben. Allgemein haben die Majora's Mask in der 3D-Version um einiges verbessert. Besonders halt auch mit zeitmäßig, mit dem. Mit in die Zeit. Zeitreisezeug. Haben sie um einiges verbessert. Und das Buch der Bomber. Das Notizbuch haben sie auch um einiges verbessert. Und, ja. Insgesamt sehr, sehr gut gemacht. So, weiter geht's. Erstmal die dummen Kinder finden. Die Box war aber noch nicht da vorhin. Bam, Bitch! Nein, nein, nein! Ein Glück, dass der Hund keinen Schaden macht. Es ist aber sehr schön, dass die sich jetzt in Boxen verstecken. Teilweise. Macht ein bisschen einfacher die Jagd nach den kleinen Dingern da. So, einer fehlt noch. Der müsste, glaube ich, da oben. Ja, da ist er. Noch nie jemand mit einer Mütze geslappt. Bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat's nicht wehgetan oder keinen Schaden gemacht zumindest. On the way, you fight, got me? You're pretty good for a Deku's grub. If only you were human. Then I could give you an original Bomber's notebook and make you a member. Rassist. What do you guys think? No way, no scrubs! Rassisten. I guess not. Once we let some kid who wasn't human join our gang, and boy, did we ever regret it, so... Sorry, bro. But I'll teach you the code, just like I promised. I can tell you only once. Though, so pay close attention. Are you ready? The code is 35421. The entrance to our secret hideout is in East Clark Town. 35421. Okay. Zustellung. 21. bis 25. Versand erfolgt kurz. Ha. You are part through here. You have to say the secret code. 3. Nee. Zwei, eins war es auf jeden Fall. War es 35421? 354. Danke. That's right. If you know the code, then you're a member, right? Okay, here you go. Mich würde ja mal die Story interessieren. There's a lot of cool stuff at the Telescope Guy's place. Oh, yeah, and the Bomber Secret Society of Justice Forever. Yeah! Mich würde ja mal die Story interessieren von dem einen Typen, der kein Mensch war und in der ihre Gang dabei war. Was denn da so Schlimmes passiert ist? Dass die jetzt keine, oder dass die jetzt nur noch Menschen in ihre Gang lassen. Schlimme, schlimme Sache. Das könnte natürlich sein. Oder Tingle. Aber Tingle ist ein Mensch. Tingle ist 35 Jahre alt.
Dingle ist ein Mensch. Glaube ich. Ein Mensch, der eine Fee sein will. Well, well, strange looking kid has joined me today. Are you a new friend of the Bombers gang? Your manners seem much better than those of your mischievous friend from the other day. That ill-mannered troublemaker from the other day said he'd break my instrument. He said he'd steal my moonsteer. There was no stopping him. Even though, just watch him. He's probably causing trouble around the clock tower. You gaze into the telescope? Yes. Zoom. Hello. Okay. Ja, das könnte die Story sogar, also es, die Story von den Bombern könnte mit dem seiner Story zusammenhängen sogar. So, da oben war das. Ups, nein, ich wollte noch was zeigen. Bla 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 bla. Ich will nochmal durchgucken. Nein! Das wollte ich was zeigen. Da sieht man nämlich einen Typen, der auf einem Baum hochgeklettert ist und nach irgendwas greift. Got the moonsteer, its sparkling beauty radiates rather strangely. Hey, just so you know, items like this are called gear. Oh, Tutorial-Zeug. The moon sure is huge right now. It looks like it's going to come crashing down on us. But don't worry about that silly moon. Just focus on the skull kid. We know where he is now, and there's nothing left to do here. Let's go to the clock tower. Yeah. Kann ich den von hier aus sehen? Müsste der nicht hier sogar? Ich weiß nicht, vielleicht sieht man den nur durchs Teleskop. Schade. Wieso ist das Spiel auf Englisch? Weil ich das nicht mit meinem 2DS streamen kann und Emulation geht irgendwie. Oder habe ich irgendwie inzwischen bisher nur auf Englisch hinbekommen. Deswegen leider auf Englisch. Wenn wir mit dem Ding aber fertig sind, dann ist erstmal, haben wir erstmal wieder deutschsprachige Zelda-Spiele. Und ich denke mal, von uns kennen viele die englische Version. Die deutsche Version meine ich. Und da ist auch mal ganz interessant, die englischen Texte zu lesen. Besonders halt mit so berühmten Zitaten wie "You shouldn't have done that". Nee, kommt es in dem Ding vor, aber auf jeden Fall you have met with a terrible fate, haven't you, und so weiter. Wait, hang on. Noch öfter. This is my private property. Don't try using it when I'm out around. I've already sold out my wares and the carnival hasn't even begun. I'm thinking of closing up shop so I can buy a gift for my wife and return to her in my village. I've heard that a stone called the Moonsteer shines brighter than any other in the land. If you've got one, I'd really like to get it from you. My wife would love it. If you give it to me, I will give you my spot here. Deco flower included. Select an item on the lower screen. Okay. Blop. Ja, es ist schön, dass man das jetzt durch das Menü auswählen kann und nicht in der Schnellauswahl haben muss. Unbedingt. Ich glaube, das war in der Nintendo 64 Version noch anders.
Ah, that stone. You must hand it over to me. In exchange, I give you my spot here. Deck flower included. Yes. Kein Ja, nein. Einfach. Trade the moon's tier for a town title deed. You really helped me out. Now I have the perfect souvenir for my wife. She hasn't set eyes on a jewel or strange sparkling stone like this in a very long time. The title deed for this spot should be in high demand among Deku scrubs, but you already know that. If you don't need it anymore, you can always sell it. Kann das Ding tatsächlich verkaufen? Man kann es tauschen, das weiß ich. Es gibt ja diese Tauschquest-Reihe, wo man dann sehr viele verschiedene Herzteile bekommt mit. Suchtposter von dem Hund. Hinter dem einen. Was? Das könnte tatsächlich sein. Oder ist es so eine Art Vorsicht vor dem Hund. Wer weiß. So, wie viel Uhr haben wir? 22:30. Schaffe ich. Weil Mitternacht passiert was ganz Mysteriöses. Na, mit dir will ich nicht sprechen. Geh weg. War die um? War die Toilette schon immer unten? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, BÄM! Paper, please! Papers, please! Glory to Astotska. Yeah! Oh, you saved me! This fell down here. Well, I'll give it to you. Yeah! Tschüss, Hand. Oma, erzähl mir Geschichten. Oh, Tortoise, you're late. Tomorrow is another early day, so good night. I'll read your story tomorrow. Nein, Oma. Oh. Was können wir denn als Deko noch machen? Wir können uns auf jeden Fall die beiden Karten von Tingle kaufen. Wir können Bankkonto aufmachen. Wir können... Ich guck mal kurz. Ich glaube, das geht nicht mehr. Das war das Schöne an der Nintendo 64 Version. Da konnte man sich hier durchzwingen. Das scheint nicht mehr zu gehen. Da konnte man dann raus aufs Feld gehen und das Schöne war, weil technisch gesehen man da noch nicht draußen sein durfte, waren da auch keine Monster. Und da konnte man sich Geld zusammen sammeln. Eher am liebsten, wenn ich wählen müsste zwischen Metal und Rap, was würde ich eher bevorzugen? Vor ein paar Jahren hätte ich noch Metal gesagt. Inzwischen ist es bei mir sehr, sehr verschmolzen. Metal oder Rap?
Ich mag beides sehr. Nein! Ding, ich brauche noch eine Karte von dir. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde trotzdem eher zum Metal tendieren. Auch wenn inzwischen ich beides eigentlich gleich sehr mag. Wie viele Zelda-Spiele habe ich schon gespielt? Erstmal die ich im Stream gespielt habe, weil die sind einfacher. Im Stream habe ich schon das normale The Legend of Zelda für den Nintendo, also NES, gespielt, gestreamt. Zelda 2 habe ich gestreamt. A Link to the Past. Breath of the Wild, Ocarina of Time, Link's Awakening habe ich gestreamt. Ach, die können nicht. Dann bringt das auch nichts, da weiterzumachen. Breath of the Wild, Link's Awakening, Ocarina of Time und jetzt gerade angefangen mit Majora's Mask. Privat gespielt habe ich sehr, sehr viele. Skyward Sword habe ich nicht durchgespielt, aber ein bisschen gespielt. Twilight Princess habe ich gespielt. Link Between Worlds habe ich gespielt. Ich habe Oracle of Seasons und ich glaube Oracle of Ages nicht durchgespielt, aber angefangen zu spielen. Was gibt's noch? Der Wind Waker. Wind Waker habe ich gespielt. Was gibt's sonst noch? Gibt's sonst noch was? Ich schau mal schnell. Zelda Games List. Also. Was habe ich denn schon alles gespielt? Ich habe gespielt Legend of Zelda, Zelda 2, A Link to the Past, Link's Awakening, Ocarina of Time, Majora's Mask, Oracle of Seasons und Oracle of Ages habe ich angespielt. Wind Waker habe ich gespielt. Four Swords Adventures weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Ja, Four Swords Adventures habe ich auf jeden Fall angespielt. Ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe. Twilight Princess habe ich gespielt. Minish Cap habe ich angespielt. Twilight Princess habe ich gespielt. Skyward Sword angespielt. Phantom Hourglass habe ich gespielt. Spirit Tracks habe ich nicht gespielt. Link Between Worlds habe ich gespielt. Triforce Heroes habe ich nicht gespielt. Und Breath of the Wild habe ich gespielt. Ja. Und warum
Und warum im Chat neben deinem Namen YouTube-Zeichen ist, weil du über YouTube chattest. Ach, ist schon dritter Tag. Moment, kann die nicht bis abends nochmal erzählen? Ja, weil ich stream nicht nur auf YouTube, sondern ich benutze einen Service namens... Ich benutze einen Service namens Restream.io. Und damit kann ich, ohne dass bei mir Internet mehr belastet wird, auf YouTube, auf Twitch und auf Smashcast, heißt's, streamen. Smashcast, früher bekannt als Hitbox. Und ja. Und damit dann im Livestream Overlay Chat drin auch da steht, wer wo chattet, wer wo was schreibt und so weiter. Ja, ist eben da ein YouTube-Zeichen, auf Twitch ist ein Twitch-Zeichen, auf Smashcast, ich weiß nicht, irgendwie haben sie es inzwischen immer noch nicht wirklich hinbekommen, dass bei Smashcast das Smashcast-Zeichen dasteht. Da ist dann, glaube ich, gar kein Symbol nebendran. Game Advance-Version von Link to the Past, auch, ja. Also ich habe einmal die Super Nintendo-Version gestreamt sogar. Und die Game Boy Advance-Version habe ich an sich eben normal privat gespielt. Und auch die war auch mein allererstes Let's Play auf YouTube war A Link to the Past. Also ich kenne beide Versionen. Übrigens, ich habe letztens was sehr, sehr Interessantes gesehen. Das würde ich auch irgendwann ganz gerne mal im Stream machen. Nämlich, es gibt, es gibt ein Randomizer für A Link to the Past. Das heißt, die ganzen verschiedenen Items, die man in Truhen und durch Quests und so weiter bekommt, die sind durchgemischt und man weiß nicht, wo welches Item man bekommt und so weiter. Macht das Ganze natürlich sehr interessant. Heißt, man kann, wenn man Glück hat, gleich am Anfang Master Schwert, halt das beste Schwert und die beste Rüstung, bestes Schild und gleich Hookshot und Hammer und Bomben und Handschuhe bekommen. Oder wenn man Pech hat, dann erst ein bisschen später und so. Wird mich auf jeden Fall sehr reizen, das auch irgendwann mal im Stream zu spielen. So, wir sammeln noch ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob das die lukrativste oder effizienteste Methode ist. Eventuell gibt es auch noch was Besseres, eine bessere Art, Geld zu sammeln. Aber ja. Damit wir uns die Zeit vertreiben, bis Abend ist, weil das Spiel geht erst abends weiter. Naja, was die auch geändert haben, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Deku-Link keinen Tempo-Boost mehr mit seinem Ding bekommt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel anfängt zu laufen, konnte man in der Nintendo 64 Version gleich anfangen mit Wirbeln und man war wieder auf höchste Geschwindigkeit.
gibt es jetzt in der 3DS-Version nicht mehr. Leider. Smash Bros. Für den 3DS. Smash Bros. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Müsste ich auch irgendwann mal wieder machen. Ja gut, langsam wird's Abend. Zilla befreit. Dann muss das dann nicht mehr weiter. Ja, das ist irgendwie so. Link to the Past ist am Anfang ein bisschen sehr. Ja, da muss man auf jeden Fall ein bisschen rumschauen, was man machen muss. Zum Glück nicht so extrem wie die ersten beiden. Aber trotzdem noch relativ offen. Mit der Zelle, da muss man dann irgendwie in den Thronsaal gehen und den Thron zur Seite schieben. Glaube ich. Und ja. Oh, das haben sie schön gemacht, dass man einfach durchklicken kann. Auf der Seite, da steht, dass ein Anna 310 Meter von dir entfernt ist. Was sollst du da hingehen? Das ist natürlich die Frage, ne? Ja, komm. Man kann es natürlich mal versuchen, vielleicht hat man ja Glück. Spiel dein Lieblingsspiel. Majora's Mask ist von den Zelda-Spielen her auch mein Lieblingsspiel. Nee. Das ist insgesamt allgemein eins meiner Lieblingsspiele. Das geht, glaube ich, gar nicht mehr. Oder eventuell geht's doch. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Jedenfalls, man braucht. Zumindest auf jeden Fall in der Nintendo 64 Version weiß ich, dass man die Deko-Blume da unten nicht unbedingt braucht, um hier hochzukommen als Deko-Link. So, man kann auch mit irgendwie einem besonderen komischen Sprung kann man hier hoch. Meine Top 3 Lieblingsspiele. In keiner bestimmten Reihenfolge. Ich sehe Dark Souls, Earthbound und Majora's Mask. Bla 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 bla. Geh auf. Keiner mehr da, alle weg. Ah, nee, doch. Da unten ist einer. Bloß den sieht man nicht. Nicht immer. Da unten. Guckt die Turmuhr an und schreit. Guter Mann. Sollten alle so machen. Fuck.
Was hat denn der zu sagen? Hey, Nico Kid! Kid, you waited for us to finish the bridge from the festival tower of, to the clock tower entrance up there. Sorry, my apprentices panicked and ran away. This is all we get for a festival tower. It's not quite tall enough, is it? Shish. Even if we went to the top of the festival tower, we wouldn't be able to get up to the clock tower entrance. I apologize for all this. I wish I could scare that moon away. Ja, das kannst du, Mann. Warum ist da oben eine Truhe? Wie komme ich denn an die Truhe da oben? Interhaken. Jetzt meine einzige Vermutung. Oh nein, der Mond. Hilfe. So. Wunderschöner Mond. This! Ah, Tail! We've been looking for you too. Hey, Skullkid, what if you gave the mask you're wearing back now? Hey, come on, are you listening? Swamp, mountain, ocean, canyon! Hurry, the four who are there, bring them here! Don't speak out of line, stupid fairy! No, what are you doing to my brother? Skullkid, do you think you're still our friend after that? Well, whatever. Even if they were to come now, they wouldn't be able to handle me. Just look above you. If it's something that can be stopped, then just try to stop it. Bam! Eine einzige Rotzblase. Und der lässt Ocarina fallen. Guter Mann. You got the Ocarina of Time back. Princess Zelda gave you this precious instrument, meine ich. Suddenly, memories of Princess Zelda come rushing back to you. You're already leaving this land of Hyrule, aren't you? Even though it was only a short time, I feel like I've known you forever. I'll never forget the days we spent together in Hyrule, and I believe in my heart that a day will come when I shall meet you again. Until that day comes, please take this. Ben. Nah, der wird schon nicht kommen. I am praying that your journey be a safe one. If something should happen to you, remember this song. Okay. Ja. You played the Song of Time. You remembered the Song of Time. This melody lingering on the edges of your mind is the song of memories of Princess Zelda. The Goddess of Time is protecting you.
If you play the Song of Time, she will aid you. The Goddess of Time ist sehr, ist ein sehr interessanter, ist eine sehr interessante Bezeichnung. Weil im Endeffekt ist es eine vierte Göttin. Beziehungsweise eventuell ist Hylia die Göttin der Zeit. Weil es gibt ja Farore, Nairu und Din, die sozusagen die Welt und die Leute, die Lebewesen auf der Welt erschaffen haben. Und die Göttin Hylia ist wahrscheinlich dann die Göttin der Zeit. Snap out of it! What are you doing? Lost in memories? Get yourself together! Getting that old ocarina back isn't gonna help us! Somebody, anybody, Goddess of Time, help us please. We need more time! Okay. Huh? That instrument, when did you... Tja. Nein, meine Dekonüsse. Meine Nüsse verschwinden in der Zukunft. Denn damals, in der Vergangenheit, vor 3 Tagen, da hatte ich noch keine Nüsse. First day. What just happened? Everything has... started over. What are you... anyway? That song you played... that instrument... that instrument! Wait, that's it! Your instrument! The mask salesman said that if you got back the precious thing that was stolen from you, he could return you to normal. Did you completely forget the what? Nein! Dann auf! Noch einen Song lernen. Den bösen, bösen Song. Were you able to recover your precious item from that imp? Oh, you got it! You got it! You got it! You got it! And listen to me. Please play the song that I am about to perform and remember it well. Es ist leicht verwirrend, dass eine Schultertaste einen tieferen Ton macht als eine... als eine X- oder Y-Taste. Wo kommt plötzlich diese Orgel? Ah ja, der hat halt auch so eine magische Ocarina. Vielleicht ist der Maskenverkäufer gar nicht so, also nicht in echt so, wie er ist. Und wenn er seine Ocarina, wenn er sein Instrument benutzt, dann kommt halt anstatt Trompeten wie beim Deku-Link oder Bongos beim Goronen-Link, kommt bei ihm halt eine ziemlich fette Orgel. This is a melody that heals evil magic and troubled spirits, turning them into masks. I'm sure it will be of assistance to you in the future. Ah yes, I give you this mask in commemoration of this day. Fear not, for the magic has been sealed inside the mask. When you wear it, you will transform into the shape you just were. When you remove it, you will return to normal. Yay!
You got the dick mask to keep as a memento. Wear the mask to inhabit the body of a Deku. Take it off to return to normal. Blah 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 blah. Now I have fulfilled my promise to you. So please give me that which you promised me. Wieso kann der sich eigentlich an alles erinnern? Don't tell me. My mask. You did. Get it back. Didn't you? What have you done to me? If you leave my mask out there, something terrible will happen. Seine Masken wirken jetzt noch creepier. Ja, dann denkt mal nach. Der hat Song of Healing gespielt, als er bei Mario war, und Mario hat sich in eine Maske verwandelt. Text, der wieder viel zu schnell ist, um eine laut vorzulesen. But I feel it. I went to great lengths to get that legendary mask. When I finally had it, I could sense the doom of a dark omen brewing. It was that unwelcome feeling that makes your hair stand on end. And now, that imp has it. I am begging you, you must get the mask back quickly or something horrible will happen. I'm begging you, you must do it. Really? You'll do it for me? I was certain you would tell me that. Oh my, I nearly forgot. While you were gone, I found one of these. It appears to be one of those fancy notebooks the local brats carry around. Perhaps the imp dropped it? Noch ein weiterer Beweis, dass das Deku, das Horror Kid Teil von der Gang war. Ah. I have no use for things like this, so please consider it a gift. I insist. No, really, take it. Use it. Now. Only good things could come of it. Es ist auch sehr schön, dass man das Notizbuch hier bekommt und als normaler Link nicht nochmal die Kinder einfangen muss, wie in der Nintendo 64 Version, um das Buch zu bekommen. You got the Bomber's Notebook. It allows you to keep track of events and people's schedules. Ja, das ist um einiges besser geworden. Look at that, you've already come across some events in Termina. Check them out in your notebook. Was sagt das über Mario aus? Dass Mario einen bösen Geist oder verflucht war oder sowas. Sehr sanfte und beruhigende Stimme. Ah, das freut mich zu hören. Dankeschön. Freut mich, dass die Vertonungen gefallen. Ja, Creepypasta zum Einschlafen. War bei mir auch mal eine Zeit lang, dass ich welche gehört habe. Beziehungsweise inzwischen höre ich auch teilweise noch so ähnliche Sachen. Zwar keine Creepypastas mehr, aber ich habe einen Kanal gefunden. Ich glaube, der heißt The Horror Show oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. Aber der gibt in einer erzählerischen Art und Weise den Inhalt von verschiedenen Horror-Comics oder Horror-Mangas wieder. Zum Beispiel hat auch sehr, sehr viele Videos über Geschichten von Junji Ito. Und die höre ich auch teilweise noch zum Einschlafen. Das ist ziemlich entspannend irgendwie.
From now on, events you see and people's schedules will be added to your notebook automatically. Hopefully you'll find it useful. I'm confident you'll have no trouble handling the most urgent matter of this menacing mask. The fate of this land rests in your capable hands. You'll be fine. Surely, you can do it. Believe in your strengths. Believe. Oh, okay. Tschüss. Bis in ein paar Monaten, wenn ich mit dem Spiel fertig bin. That mask! The Skull could use the power of that mask to do those terrible things. Well, whatever it takes, we've gotta do something about it. The swamp, mountains, ocean and canyon that Tail was trying to tell us about. I bet he was referring to the four areas just outside town. There's one in each compass direction. But what do you suppose he meant by the four who are there? I have no idea, he always skips important stuff. I guess we should just go and find out. If we go through that gate straight ahead, we'll be heading in the direction of the swamp. Ja, da gehen wir später lang. Wir holen uns erstmal ein paar Masken und verschiedene Sachen. Machen erstmal hier. Clocktown. Ein paar Sachen. Zum Beispiel. Und Rathaus macht um 8 Uhr auf. Ne, 10 Uhr. Komm. Ein bisschen Geld ansammeln und so weiter. Ein paar Masken holen. Und ja. Da da, 100 Rubine. Yeah. Bin mir gerade nicht sicher, ob man unbedingt vorher zur Fee muss. Aber ich gehe sicherheitshalber mal hin. Hallo. Ja, ja, ja. Tschüss. Wollen wir da eine wichtige Maske? Ah ja, die haben die anderen großen Feen die Reihenfolge geändert von denen. Und zwar in der Nintendo 64 Version, also es gibt ja noch mehr große Feen als die eine da in der Stadt, nämlich noch vier andere. Müssten vier sein. Und in jedem Dungeon gibt's in jedem Dungeon gibt es, ich weiß gar nicht, 10 oder 15, irgendwie sowas war es. 10 oder 15 kleine Feen, die man einsammeln muss, und dann bekommt man was Schönes von der großen Fee. Und bei der Nintendo 64 Version war es irgendwie komisch gemacht, weil da hatte man erst ja, größerer Geldbeutel. In der Nintendo 64 Version hatte man erst nach dem zweiten Tempel beziehungsweise die Feen, die man im zweiten Tempel findet, erst nach denen hat man, glaube ich, doppelte Magie bekommen. Das ist jetzt in der 3DS-Version anders. Das ist, glaube ich, dass man die im ersten Tempel, also die Feen, die man im ersten Tempel sammelt, die geben dann doppelte Magie. Und es war halt ziemlich gut, oder ist ziemlich gut, dass sie das so geändert haben, weil man für den Bosskampf
im zweiten Dungeon Magie braucht. Wenn man das, wenn man den Bosskampf normal macht, wenn man. Ich hab gesehen, wie man Speedrun-Zeug-mäßig den Boss macht. Da braucht man jetzt nicht so viel Magie. Braucht man hauptsächlich Pfeile. Aber ja. Für jemanden, der das normal spielt und so weiter, der braucht halt schon beim zweiten Boss ziemlich viel Magie. Und da hilft es auf jeden Fall sehr, dass man da zu dem Zeitpunkt schon doppelte Magie hat. Wir können alle der komplette Hörspiel holen. Ah. Ziemlich cool. Ich gehe immer davon aus, dass der sich erstmal an den, an die Ecke hangelt und mich dann nach oben drückt, damit er sich hochzieht und nicht gleich passend auf der Plattform landet. Okay, Herzteil haben wir. Hier ist jetzt offen. Kurz mit der Madame hier reden. Blablabla. Gorman, there's a problem. Meaning? The opening performance I've asked you to do. Ah, yes. They've cancelled. Just now. What's this? I don't need to explain. Oh, excuse me, I am to work at this year's show. Oh, that was the plan. I am Toto, manager of the Zora branch of the Indigo course. He arrived this morning. Actually, there's been an unusual accident in Great Bay. And due to this unusual accident, Lulu, the diva in the Indigo course, has lost her voice. Why? Why? The details are quite long, so I'll spare you. At any rate, I must cancel our performance at this year's Carnival of Tarn. See? Then this means the Gorman troops job is... It's off. But that's... That's all, Gorman. There's always next year. I'm busy with other matters. Madame Roma... Toto. Und Gorman. Wann haut der ab? Kann ich mit der reden? Blablabla. Verpiss dich. Oh. Okay, der geht wieder. Sehr schön. Läuft auf der Stelle. Kann ich jetzt mit dir reden? Ja, gut. Are you on a field trip? Or are you the expert person finder I hired? Yes, 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 I say. You have the face of a pro. The characteristics of the person I want you to find. Yes, yes, I know them. The person I want you to locate is my son. Cafe. You know him, don't you? You don't, really? He disappeared about a month ago. It's terrible. I'm so very worried. I can't get food down my throat and I've lost 5 pounds. You haven't anything though. Oh dear. Well, could you look for him? Yes. Of course. You're an expert. Well, I'm counting on you.
Coffee is my squad is inquire about the mission coffee. Gut. Das schon mal geholt. Was können wir noch tun? Bleh. Salgo und Jartan, wie gesagt, wäre nicht gut. Nicht gut für die Leute. Guten Tag. Die Bombenmaske, die ich mir holen kann. Glaube ich. Ah, was können wir jetzt noch machen? Hier sehen wir das schöne, verbesserte System. Nämlich, ich kann jetzt nicht nur zum Morgen des nächsten Tags springen, sondern ich kann zu einer ganz bestimmten vollen Uhrzeit springen. Was sehr, sehr nützlich ist für verschiedene Termine und so weiter. Dass man nicht so ewig lang warten muss auf alles und so weiter. Zum Beispiel darauf, dass die Oma hier durchläuft und der andere Typ, genau, der böse Typ hier, die Oma beklaut. Ouch, watch where you're going. Stop thief, I'm just an old lady. Give me my luggage back. So, bitch. Bam! Thank you, since you didn't make off with them, I can finally stock big bomb bags at our shop. Ach, bomb bags! Kann ich die dann direkt kaufen? Maybe I'll put them out tomorrow. As I must thank you, it's a dangerous mask, but maybe you could use it to throw your own festival fireworks show. Last mask. Well, thanks for helping me. Take care. Jetzt kommt Ben. Nein, das war Sarkon. Ich glaube, der heißt so. Saken. Irgendwie sowas. Ben kommt später. Ben kommt sehr, sehr viel später. Wenn ich in Ikana bin. Und eine ganz bestimmte Melodie gelernt habe. Dann kommt der und macht böse Sachen. Zack. Die brauche ich vielleicht noch. Die könnte ich auch mal hin tun. So. So, jetzt müsste ich, glaube ich, das Ding wegspringen können. Yes. Ja, ich hab kurze Haare. Josh.
Hallo Josh. Ich hab kurze Haare, ja. Cthulhu und Satan. Das ist auch nicht so toll. Natürlich interessant, aber nicht so gut für die Leute. Lang nichts gesehen. Das ist richtig. Das ist richtig, ja. Die Maske macht absolut überhaupt keinen Sinn. Ich meine, natürlich kann die explodieren, das ist klar, aber ich halt, wenn ich normal explodiere, nehme ich halbes Herzschaden. Aber wenn ich mein Schild so halte, dann nehme ich keinen Schaden. Warum auch immer. Was ist denn mit dem? Gut, wo ist Dings? Da ist Dings. Müsste sein. Ich hoffe, der ist noch da. Wenn nicht, muss ich ein bisschen Canyon. Nein, ganz falsch. Komplett falsch. Das war hier oben dann. Slenderman und Lucy aus Elfen. Naja, Lucy an sich hat ja schon Tentakel und so weiter. So viel anders wäre die auch nicht. Call of Cthulhu. Puh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wäre keine schlechte Idee eigentlich. Ja, der ist noch da, gut. So. Slenderman Co-Sensei. Ja, das wird auch nicht viel ausmachen. Co-Sensei hat ja schon Tentakel und kann fast teleportieren. Also, viel Unterschied macht nämlich nix. Spread my dance across the world, train its followers. I have taught it to you, now make it into a popular dance craze. Oh, okay. Kamaru's mask, use it to teach his dance to the world, so his moves can become as popular as he hoped they'd be. Okay. Wieso schaut die Maske so scheiße aus? Frag mich nicht, keine Ahnung. So wunderschön. Wunderschön ist die. Okay. Holen wir uns ein Herzteil. Was können wir noch machen? Ah, die sind noch da, wunderbar. Geh weg, Kind! Geh weg, Kind! Was macht denn der? Er will mittanzen. Ganz falsch.
Bowser und Freeze. Ergebnis wird mich interessant, wird mich interessieren. Joker und Smiling Man. Naja, der Joker ist ja ins... Ach nee, Quatsch. Wenn die Creepypasta Smiling Man meinst, dann wäre das ziemlich cool. Also es gab, oder es gibt einen Film, einen relativ alten Film, der heißt The Smiling Man, glaube ich. Und von dem, oder der Joker wurde, oder der Charakter, das Aussehen vom Joker wurde durch den inspiriert. Aber von der Creepypasta her, wär cool, so ein mehr Horror-Creepy-Joker. Das wäre cool. Thank you for teaching us those steps. You are our master. Das scheiß Kind im Hintergrund. Yay. So, können wir noch mehr Zeug holen? Weil heute mag ich noch nicht unbedingt mit dem Sumpf anfangen. Master, you're so cool! Ha! Das ist schön. Ach, können wir beim Schwerttippen irgendwie was lernen? Oder macht ihr nur Tutorial-Sachen? Keine Ahnung, ob das irgendwie was bringt. Oder... ob das... Wir müssen jumpen. Okay. You get something good if you can prove your proficiency. Okay. Okay, müssen wir die verschiedenen Techniken benutzen. Also neutral, Stich, Sprung. Sack. Der will nur Sprünge. Na! Fuck. Okay, nochmal. Bullshit.
Ernst? Ach. Nein! Das war der letzte. Komm. Sack. Jeff Killer und Joker. Sonderlich unterschiedlich sind die nicht. Eine Fusion wäre da nicht so. Nicht so beeindruckend, glaube ich. Gut, und. Gut. Gut. Impressive. I must give you something here. Ah, that's so nice. Sehr schön. Unbelievable. Cherish it well. Okay. Die Scheißkinder. Warum laufen die zu mir hin und machen Popotanz? Was ist denn mit denen los? Was könnte ich... Ah ja, Bomben. Stimmt, da war ja was. Jeepers Creepers kenne ich leider so gut wie gar nicht. 90. Würde der mir die überhaupt verkaufen? Ja, gut. Ja, Jeepers Creepers kenne ich leider so gut wie gar nicht. Kann ich nichts zu sagen. Da ich nicht mehr weiß, was man sonst noch viel hier machen kann, sammle ich jetzt noch schnell 30 Rubine. Kauf mir die Bombentasche. Und... ja. Das war's dann erstmal für heute. Nice. Einer noch. Gut. Ja. Ja, das wäre dann erstmal so der. Wäre es dann erstmal für heute, denke ich. Gute Aufwärmstream. Wir streamen, beziehungsweise ich stream morgen auch wieder. Ich werde wahrscheinlich wieder 18 Uhr rum so anfangen. Ja. Was genau da gestreamt wird, schau ich noch. Fusion, Cthulhu und Killer Croc. Ui. Das wäre für Cthulhu wahrscheinlich nicht so besonders toll. Weil Killer Croc ist jetzt auch nicht so. Nicht so. Weiß nicht besonders. Ist einfach nur ein großes Krokodil, das stark ist. Und mal ein Mensch war oder sowas. Öfters, ich hab vor, wieder regelmäßig mit Streamen anzufangen. Ich würde sagen, Freitag, Samstag, jeweils 18 Uhr, vorerst.
wenn nichts dazwischen kommt. Und ja. Ich denke mal, die Wochen sollte ich doch dann doch öfters mal streamen. Zumindest Freitag, Samstag. Gut.